Das Insektenschutzgesetz hilft am Ende keinem. Es enteignet Bodeneigentümer im Wert ihrer Flächen. Es erschwert eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung, macht Fruchtfolgen zunichte und macht wahrscheinlich eine vernünftige, gute fachliche landwirtschaftliche Praxis am Ende in weiten Teilen unmöglich. Und am Ende des Tages bringt es dadurch den Insekten nämlich überhaupt nichts. Denn es erhöht den Flächendruck global, es erhöht die Gefahr dafür, dass bestehende Naturschutzkooperationen aufgelöst werden. Und damit erweist man dem eigentlichen Ziel, dem Insektenschutz, einen Bärendienst. Warum wird es trotzdem gemacht? Verstehe es, wer wolle. Das Kabinett besteht aus Mitgliedern der CDU, der CSU und der SPD. Und da wundere ich mich heute Morgen schon ganz schön, wenn ich bei Agrar Europe lese, dass die CDU-CSU-Bundestagsfraktion die Veränderungen, die da jetzt geplant sind, nicht billigt. Offensichtlich hat man hier seine eigenen Leute im Kabinett nicht mehr im Griff. Denn anders ist es nicht zu erklären, dass so einem Quatsch dann trotzdem zugestimmt werden soll. Wer CDU wählt in Zukunft, muss wissen, er kriegt auf der einen Seite warme Worte von den Abgeordneten vor Ort, die beteuern, die Landwirtschaft läge ihnen am Herzen. Das mag ich ihnen nicht absprechen. Aber auf der anderen Seite bekommen sie dann faule Kompromisse in einem Kabinett, das einfach nur Geld kostet, den Strukturwandel beschleunigt und am Ende den eigentlichen Umweltzielen, die erreicht werden soll, einen Bärendienst erweist und dadurch Landwirtschaft immer weiter in die Konfrontationslinie bringt. Dagegen, gegen diesen Blödsinn, wehren die Landwirte sich bundesweit in Demonstrationen seit Tagen zu Recht und ihre Gebete werden offensichtlich auch nicht erhört. Anders ist es nicht zu erklären, das ist unverschämt, gerade wenn man mal bedenkt, in welch bibbernder Kälte die Landwirte da seit Tagen ausharren und für ihre Anliegen, für ihre Zukunft, für ihre nächste Generation auf den Höfen kämpfen. Ich habe mich heute Morgen wirklich wahnsinnig geärgert und das musste ich jetzt mal loswerden.